Servus Leute, mein Name ist Paul Unterleiter und willkommen zum neuen Video von meinem Kanal. Heute gibt es wieder mal einen nice Vlog mit diesmal wirklich Eislaufen, bisschen Training, ordentlich Essen und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ich muss sagen, ich bin heute wirklich abnormal voll. Ich hatte auch gestern nach dem Training irgendwie null Hunger. Keine Ahnung, das liegt irgendwie am Vormittag, könnte ich ewig viel essen und dann nach dem Training am Abend habe ich irgendwie gar keinen Hunger. Aber sonst werden wir gleich mal schauen, was das Gewicht sagt. Zuerst mal Zähne putzen, Leute. Ich denke mal, die Form passt, der Trizeps ist noch am Start. Kraft kommt auch langsam. Also es läuft alles. Einfach mal 300 Gramm von gestern auf heute abgenommen. Aber ich gestern wirklich, also es waren mindestens 4300, 4400 Kalorien. Also richtig, richtig crazy, was da abgeht. Also mein Stoffwechsel verballert derzeit wirklich alles, was er kriegt. Vorher bin ich eigentlich echt zufrieden, im Training fühle ich mich auch gut. Im Alltag irgendwie manchmal ein bisschen aufgebläht und ansonsten aufgedunsen, aber ansonsten fühle ich mich teilweise auch echt schwer, muss ich sagen. Und wie gesagt, solange die Kraft besser, wenn ich mich im Training gut fühlt, läuft alles. Es soll ja auch kein harter Balz sein, dass ich wirklich jeden Tag krass im Überschuss bin. Sondern wie gesagt, langsam aufbauen, nicht zu viel zunehmen pro Monat. Jetzt sind es ja bis zur FIBO, glaube ich, nur noch fast 7 Wochen. Und die 104 Kilo höchstens habe ich mir natürlich als Ziel gesetzt. Werden auf jeden Fall wahrscheinlich nicht erreicht, aber ist völlig in Ordnung, weil ich habe gesagt, ich will höchstens auf 104 kommen und langsam aufbauen. Und nach 5 Jahren Training geht natürlich auch nicht mehr so viel pro Monat, das ist eh klar. Wie immer wird erstmal mit Strong und einer ordentlichen Portion Wasser mir aus deinem 1 Liter in den Tag geschaltet. Ich habe gestern mal auf Instagram eine Umfrage gemacht, wie viele Leute so pro Tag trinken. Ich glaube durchschnittlich waren es so 3 bis 4 Liter. Ich trinke derzeit tatsächlich 7 bis 8 Liter Wasser, was eigentlich echt viel ist, aber ich habe Durst, also trinke ich. Und ich trinke auch manchmal im Kindergarten aus Langeweile, ehrlicherweise. Und das ist irgendwie so eine gute Beschäftigung sozusagen. Einfach zwischendurch mal zur Flasche greifen, trinken, musst du oft aufs Klo, aber es tut definitiv gut. Boah, jetzt bleibt noch ein bisschen Zeit zum Stretching, und ich werde ein paar Übungen von Lukas einmal, die er mir auch gezeigt hat beim Spagattraining, um ein bisschen flexibel zu sein. Mache ich auch im Kindergarten, einfach wenn wir mal im Turnsaal sind oder so, hocke ich mich so hin, versuche ein bisschen zu stretchen und kann man eigentlich gut zwischendurch machen. Mittlerweile klappt es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Das Einzige, was noch richtig abfuckt, ist das Ding, tut einfach überall weh. Oh. Ich mache das jetzt noch kurz, dann geht's ab in den Kindergarten und dann Eislaufen. Ich habe die GoPro mit dabei, mal schauen, ob ich irgendwas aufnehmen kann. Ansonsten sehen wir uns beim Mittagessen. Da bin ich auch schon wieder zurück vom Eislaufen. Ich muss sagen, ich habe jetzt irgendwie noch keinen Hunger, weil ich mein Frühstück im Prinzip erst vor einer Stunde fertig gegessen habe, weil ich dann irgendwie in der Früh doch relativ schnell los musste vom Kindergarten zum Eislaufen. Wie gesagt, war aber trotzdem lustig, auch wenn es relativ anstrengend ist, hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht. Schuhe waren jetzt nicht ganz so angenehm, aber es hat auf jeden Fall gepasst. Werde vielleicht demnächst wieder mal öfter gehen. Fand ich auf jeden Fall lustig, aber jetzt gibt es erstmal Essen. Wie gesagt, heute wie immer vegetarisch und zwar eine ordentliche Gemüsebowl, 3 Eier, Kichererbsen, das sind Süßkartoffeln plus normale Kartoffeln. Bei den Kindern gab es Bio-Paprika-Händel, also Hühnchen für die Deutschen. Da werde ich ein bisschen in die Soße eindippen, weil die ist richtig, richtig nice, immer bei Paprika-Händel. Also wer es kennt, ich glaube, bei den Deutschen gibt es sicher auch. Ich weiß nicht, wie es dahin, wahrscheinlich Paprika-Hühnchen mit irgendwas anderem. Aber hier heißt es Händel, Leute. Händel is real. Jetzt gibt es ein paar Gains rein, ich freue mich drauf. Booster habe ich auch dabei, weil ich weiß nicht, wie fertig ich dann nachher sein werde, weil das Eislaufen eben doch halt relativ viel Bewegung war. War zwar nur eine halbe Stunde, aber man spürt es auf jeden Fall, vor allem gestern war Leg Day. Aber was soll's, ich freue mich jetzt mal richtig krank auf das Essen. Sieht immer geil aus, mit ordentlich Curry gewürzt. Ballert rein. Arbeit wäre für heute somit auch erledigt. Ich muss sagen, der Tag ist echt schnell rumgegangen. Jetzt, bevor die S-Bahn kommt oder bevor ich einsteige und schimpfe, ich brauche nur 20 Minuten circa.
gibt's zwei kleine Äpfel, ein Rockalicious und den Booster habe ich auch schon mal angehört, den wird auch nicht geben. Den brauche ich, glaube ich, heute für mich so ein bisschen träge, irgendwie so generell die letzten Tage nach der Arbeit. Ich glaube, das ist eigentlich eh Standard, aber im Training geht's noch auf jeden Fall. Heute werde ich trotzdem wieder mal auf Booster trainieren. Mal schauen, ob Höchstleistung gebracht wird. Das Intus, ca. 2000 Kalorien sind Intus und auch schon 145 Gramm Eiweiß. Ich weiß nicht, wie ich auf so viel gekommen bin heute. Ich habe irgendwie nicht bewusst viel Eiweiß gegessen. Das Frühstück hat schon mal gut eingeschlagen. Mittagessen anscheinend auch. Und im Booster natürlich auch ein bisschen Eiweiß. Damit gibt es heute übrigens Schulter-Arm-Training. Das heißt, es wird gestartet mit Schulterdrücken an der Langhantel im Stehen. Es gibt leider keine 1,25er Scheiben, zumindest habe ich keine gefunden. Deshalb muss ich jetzt um 2,5 pro Seite erhöhen, das heißt insgesamt um 5 Kilo. Das heißt 75 Kilo zum ersten Mal auf der Hantel. Mal sehen, was so geht. Letztes Mal mit 70-12 geschafft im ersten Satz. Im zweiten glaube ich auch und dann noch 10-10. Also mal schauen, ob es mit 75 auch geht. Booster treibt mich hoffentlich an. Ich muss sagen, ich bin wirklich extrem voll. Also ziemlich voll. Wie letztendlich wie immer. Also zum Mittag könnte ich definitiv mehr essen. Sobald ich im Training bin, bin ich einfach nur extrem voll und müsste danach auch nichts mehr essen. Keine Ahnung, wieso das erst bei mir irgendwie im Training bzw. danach anschlägt, aber was soll's. Jawohl, es regnet, richtig geil. Wieder zu Hause und ich muss sagen, das Training ist echt richtig gut verlaufen. Also ich bin zufrieden. Jetzt muss aber erstmal schnell die Gels gesaved werden. Das heißt, hier gibt es 75 Gramm Brot, sieht tatsächlich mehr aus, als es ist. Mit Linse-Curry-Aufstrich, ich stehe einfach auf Hummus oder generell solche vegetarischen Aufstriche. Schmeckt einfach richtig geil. 20 Gramm Fett, schön gesunde Fette. Dazu 125 Gramm Avocado, bisschen Tomate. Und das Wichtigste kommt jetzt noch drüber. Und zwar Balsamico. Ich sage euch, das verfeinert so krass. Ein bisschen Zitrone habe ich auch drüber gegeben. Und danach gibt es noch eine schöne Portion Milchreis. Und dann habe ich einfach immer noch über 1000 Kalorien offen. Alter Leute, gebt euch mal. Wie juicy sieht das eigentlich aus? Eine Tiefkühlbanane habe ich noch reingegeben, die ich letztens eingekühlt habe, weil die schon mega reif waren. Das heißt, es wird jetzt abnormal süß. Dazu habe ich mir ein neues Smacktastic Powder bestellt in seinem Geschmack Coco Loco. Das heißt ohne Schoko-Nachgeschmack, was richtig krank ist. Bestellung zeige ich euch dann übrigens gleich. Dazu einen Löffel Cinnamon Sugar. Und das, ich sage euch, kurzer Live-Test mit Banane. Ich weiß aber jetzt schon, dass es einfach nur abnormal krank schmeckt. Der Milchreis ist übrigens mit Kokosmilch gemacht. Ich glaube mit der von Joya oder so, die hat 16 Kalorien auf 100 Gramm. Also richtig stark. Alter! Ich sage euch, das schmeckt einfach
himmlisch. Bisschen wie Bananenbrei mit Kokosgeschmack gemacht. Im Nachgang sozusagen. Also Milchreis plus Banane plus McTastic. Highlight. Ich muss nochmal einen süßen Snack nehmen und da gibt es einen Schaul an Lindt. Ich sage euch, diese Dinger schmecken einfach nur sowas von krank. Weil ich schon mal probiert habe, es gibt auch welche mit nicht ganz so viel Kakaoanteil, aber die mit dunkler Schokolade sind einfach zu geil. Eigentlich brauche ich jetzt für heute fast nur noch Fett, deshalb gibt es noch ein paar Scheiben Brot. Mit Yang Yang Cream passt perfekt, 40 Gramm Fett auf 100 Gramm und noch ein bisschen Linsenaufstrich. Ich werde einfach ein paar Brote essen, ich muss sagen, Hunger ist nicht mehr da, aber ein bisschen Kalorien müssen auf jeden Fall noch rein. Ich bin jetzt offiziell voll, habe wahrscheinlich noch immer nicht genug gegessen, aber ich werde es jetzt trotzdem lassen, weil es einfach schon fast zu spät ist. Um sie jetzt noch richtig was reinzubauen, Kalorienverbrauch war auf jeden Fall real. Mit dem Eislaufen, ich glaube die Schritte waren vor dem Training schon bei 12.000, auch wenn natürlich Eislaufen jetzt sozusagen nicht das Gehen zählt, aber es war, denke ich mal, von der Bewegung her relativ ähnlich. Jetzt heißt es vorbereiten, hier habe ich schon mal 130 Gramm Reis. Ordentlich mit Curry und Chili gewürzt. In der Mikrowelle ist schon mal mein Haferflocken bzw. Topfenkuchen. Ich habe es diesmal aber nur mit dem Eigelb gemacht. Mal schauen, ob das Ganze vielleicht nicht so flüssig wird. Hier habe ich noch das Eiweiß. Das kommt dann einfach da dazu und wird dann im Kindergarten sowieso nochmal aufgewärmt. Das heißt, das Ei, klar, stockt dann im Prinzip. Dazu kommen jetzt nochmal 700 Gramm Gemüse, Kichererbsen und eine Avocado nehme ich mit. Und dann wahrscheinlich noch im Kinder nehme ich mir auch nochmal entweder einen Rocker Milkshake oder Juicy Whey mit. Oder Proteinriegel, ich glaube es wird eher Proteinriegel, damit ich zumindest noch was Kleines essen kann. Und da ist auch schon der Haferflockenkuchen fertig. Schauen wir uns das Ganze diesmal an, ob er besser wird. Ich habe mir auch diesmal nach 5 Minuten mal rausgenommen und ein bisschen umgerührt, weil der Hase in der Mitte eher seltener gleich durch ist. Ich muss kurz die Cam ablegen, weil es einfach zu heiß ist. Okay, schauen wir uns das Baby jetzt mal an, das wird wahrscheinlich verdammt heiß sein. Oh shit. Oh yeah, der ist auf jeden Fall gleichmäßig durch. Perfekt, Freunde. Fertig ist auch schon das Festmahl, sieht einfach nur richtig geil aus, wieder mal eine fette Bowl geworden. Ei, klar, habe ich jetzt auch nochmal kurz in die Mikrowelle gegeben, damit schon mal vorgedünstet wird und auf jeden Fall durch ist. Weil das roh zu genießen ist natürlich nicht so geil, aber wie gesagt, sieht auf jeden Fall mega aus. Der Kuchen ist noch draußen am Balkon, um ein bisschen abzukühlen, weil dann verfestigt er sich noch ein bisschen und man kann ihn besser in Alufolie einwickeln. Und damit wäre das Meal Prep auch erledigt. Ich zeige euch jetzt mal das Monster-Paket, was heute eingekommen ist, meine monatliche Bestellung. Und so haben wir einmal, dachte ich mir, gönne ich mir wieder mal Light Chips. Das sollte entweder Swish oder Juicy Whey sein. Okay, das ist Swish. Dann haben wir einige Proben. Ich habe einfach richtig viele Proben bestellt, weil man sie dann mega easy mitnehmen kann und mal neue Geschmäcker ausprobieren. Zum Beispiel von der Vegan Raspberry Joghurt, kenne ich noch gar nicht. Dann hier haben wir noch einmal die Yum Yum Cream drin, die natürlich richtig geil ist, wenn man ordentlich Kalorien braucht. Das McTastic Jam wird immer benötigt. Und was heute seit langem wieder zum Einsatz kommt, Chillix. Weil ich hatte nur die ältere Version bei mir zu Hause und die ist schon etwas älter. Und da haben wir eben Time-Release-Melatonin, was deutlich besser ist als die alte Version. Der Geschmack ist auch nochmal verbessert. Und dann hier nochmal Rocker Milkshake in Vanille. Auch richtig geil im Müsli. Hier haben wir, glaube ich, nochmal eine Marmelade. Oder irgendwo hier sollte auch nochmal Milky White auch an das McTasty geben. Dann warte ich jetzt auf die Vegan Crunchy Cream. Hier haben wir sie. Die finde ich einfach nur absolut killer. Schmeckt mega geil, auch richtig gut, um die Fette zu saven mit 38 Gramm Fett. Und sonst noch ein Shaker von Lima, die brauchen. Nochmal over the top in Cherry Cola, habe ich glaube ich noch gar nicht probiert. Bin ich gespannt, hier noch ein paar weitere Proben. Hier habe ich nochmal eine Marmelade. Ah nein, der 4 Cheese Dip, natürlich für die Chips perfekt. Und was hier noch gekommen ist, zwei Packungen Strong plus wieder mal Skinny Pasta. Wird bei mir immer unter die normalen Nudeln gemischt, schmeckt richtig geil, erhöht das Volumen und hat glaube ich vielleicht 40 Kalorien oder nicht einmal und schmeckt einfach genau wie normalen Nudeln. Nun ja, ich würde sagen, an dieser Stelle werde ich das Video beenden, heißt dann noch die ganzen Sachen einpacken, Tasche ist schon halb gepackt, im Prinzip eher hast du diesmal am Start. Die letzten zwei Tage habe ich es tatsächlich vergessen, warum auch immer, aber heute war sowieso Booster am Start,
Also habe ich dann im Training auch meistens nicht so Lust, was Süßes zu trinken, weil der Booster schon ziemlich süß ist. Aber wenn das nicht der Fall ist, trinke ich gerne die EAs im Training oder im Fit One dann eben die isotonischen Getränke. Und ja, ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich mal das Video. Heute wird Chillax wieder mal zum ersten Mal genommen. Mal schauen, ob ich besser schlafe, besser durchschlafe und schneller einschlafe. Heute fühle ich mich irgendwie voll hyperaktiv, liegt wahrscheinlich am Booster und mir ist extrem heiß die ganze Zeit. Booster hat auf jeden Fall gut seine Wirkung getan. Ich sage danke fürs Zuschauen. Gebt dem Video ein Like, schreibt einen Kommentar, abonniert mich natürlich auf YouTube und auf Instagram. Bald sind nämlich die 100.000 geknackt und ich werde mir fürs 100.000 Abonnenten-Special was richtig, richtig Geiles überleben. Also fleißig abonnieren, Freunde. Ich bin raus. Gute Nacht. Peace out. Wir sehen uns gleich wieder. Oder morgen, wann auch immer. Oder vielleicht gleich auch wieder, wenn du ein neues Video von mir anschaust. Also bis dahin. Ciao.